Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, dass ich es sehr bedauere, dass zum wiederholten Mal die CDU-Fraktion, statt mit uns gemeinsam über gute Konzepte für Kinder zu diskutieren und darüber auch zu ringen, sie hier wieder ihr eigenes parteipolitisches Süppchen kocht, nur im eigenen Interesse Wahlkampfgetöse veranstaltet. Das ist wirklich bedauerlich. Das ist nicht, liegt nicht im Interesse von benachteiligten Kindern in Nordrhein-Westfalen. So viel ist deutlich. Und das ist besonders bedauerlich, weil Kinder, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind das Wertvollste, was wir haben. Und deshalb dürfen wir es nicht hinnehmen, wenn ein Teil von ihnen in den Hinterhöfen unserer reichen Gesellschaft aufwachsen muss. Die Folgen der materiellen Armut sind hinlänglich bekannt. Mangelnde Teilhabe, mangelnde Chancengleichheit, Kinder erleben es schmerzlich, wenn sie wegen fehlendem Geldes nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen können, wenn sie beim Kinoabend mit der Clique außen vor bleiben, wenn Eltern bei der Abiturfeier zu Hause bleiben müssen, weil sie nicht in der Lage sind, das Geld für die teuren Karten aufzubringen. Diese Erfahrung der Ausgrenzung, der scheinbaren Minderwertigkeit, die damit verbunden ist, die prägt sich oftmals tief ins Selbstbild ein und zu oft bestimmt sie den weiteren Lebensweg. Nicht selten wird eine Spirale von vererbter Armut in Gang gesetzt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das müssen wir ändern. Das muss Ziel unserer gemeinsamen Politik sein. Wir in NRW, wir machen unsere Hausaufgaben, soweit es in unserer Länderkompetenz steht, nämlich unsere Hausaufgaben in Sachen Armutsprävention und Armutsfolgevermeidung. Und auch das noch mal in Richtung von Herrn Düngel gesagt, auch hier noch mal deutlich zu unterscheiden. Das ist unser Job als Landesebene. Armutsprävention, Armutsfolgevermeidung, die materielle Seite, die materielle Absicherung, das ist die Kompetenz der Bundesebene. Und das muss man doch langsam mal verstehen, wenn man hier 5 Jahre im Landtag gesessen hat. Das tun wir in Nordrhein-Westfalen. Wir machen unsere Hausaufgaben mit dem Programm Kein Kind zurücklassen. Das ist erwähnt worden. Das ist mittlerweile ein Best-Practice-Modell. Auch im Ausland stößt es auf Interesse und auf Nachahmung. Wir tun es mit guter Elementarbetreuung und hier vor allen Dingen mit den Plus-Kitas, die übrigens auch von der Opposition immer abgelehnt wurden. Wir tun es mit 50 Millionen Euro für die Schulsozialarbeit und wir tun es mit dem Programm NRW hält zusammen und vielem mehr. Aber, ich habe es schon gesagt, bei der materiellen Stärkung der Familie liegt der Ball im Feld der Bundesebene. Wir wissen, 150 Milliarden an Familienleistung pro Jahr werden fehlgesteuert, weil sie nichts dazu beitragen, die skandalöse Kinderarmut zu verhindern. Fehlgesteuert, weil sie nämlich nach dem Prinzip funktionieren, wen hat, dem wird gegeben, wer arm ist, muss in die Röhre gucken. Meine Damen und Herren, das ist eine schreiende Ungerechtigkeit, das ist absurd. Aber warum hat sich die Situation in den letzten Jahren eigentlich noch mal so verschärft? Und da müssen wir alle miteinander selbstkritisch feststellen, das war natürlich die Einführung der Hartz-IV-Gesetze und es war insbesondere der Tatbestand, dass damit den armen Familien auf übrigens Initiative der CDU damals im Bundesrat das Kindergeld gestrichen wurde. Und ein weiteres kam hinzu, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Bis 2007 stand auch den Familien im Sozialleistungsbezug das Erziehungsgeld zu. Und dann wurde das mit der Umwandlung zum Elterngeld, übrigens unter Schwarz-Gelb, wurde dieser Grundbetrag gestrichen. Und auch dieses Geld, es waren 300 Euro Erziehungsgeld, fehlt natürlich heute, 300 D-Mark, Entschuldigung, fehlt natürlich heute im Portemonnaie der benachteiligten Familien. Und darum geht es jetzt darum, den Familienleistungsausgleich einen Systemwechsel zu unterziehen und ihm von Kopf auf die Füße zu stellen. Und es geht im Prinzip darum, das Prinzip umzusetzen, dass jedes Kind dem Staat gleich viel wert sein muss, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir die Kindergrundsicherung. Und dann reicht es aber auch nicht, liebe Piratenfraktion, einfach diese Forderung hier so platt in den Raum zu stellen, sondern wir brauchen ein konkretes Konzept. Natürlich. Und das ist durchaus differenziert. Und genau das tun wir und genau das legen wir mit unserem Entschließungsantrag vor. Wir orientieren uns an dem Bündnis Kindergrundsicherung mit dem Vorschlag der Zusammenführung von Kindergeld, Kinderfreibeträgen, SGB II-Leistung und Kinderzuschlag.
Und das wird dann kombiniert mit einer Abschmelzung des Ehegattensplittings. Damit wird ein am Kind orientiertes System geschaffen, das Kinder unabhängig von der Lebens- und Einkommenssituation der Eltern fördert. So ein Systemwechsel geht natürlich, meine Damen und Herren, nicht von heute auf morgen. Das wird bis dahin noch ein Stück Weg sein. Und deshalb brauchen wir zwingend Zwischenschritte. Zwischenschritt 1 bedeutet endlich ein Kinderregelsatz, einen eigenständigen, bedarfsgerechten Kinderregelsatz auf Bundesebene einzuführen und zweitens ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren im SGB II, das die Eltern vor entwürdigenden und zeitaufwendigen Gängen beim Amt bewahrt. Das ist notwendig. Ich freue mich, dass die Enquete Chancen für Kinder zumindest mehrheitlich sich für eine Kindergrundsicherung ausgesprochen hat. Und ich würde mich, und das darf ich sagen, weil Sie alle wissen, dass mit dieser Legislaturperiode auch meine Zeit hier im Landtag ändert, ich würde mich sehr freuen, wenn in einer neuen Legislaturperiode es gelingen würde, dass man über Parteigrenzen hinweg tatsächlich Konzepte für Familien, für Kinder gemeinsam entwickelt und nicht dieses Thema immer wieder im Parteienstreit aufgehen lässt, im Interesse der Zukunft unserer Kinder und damit auch der Zukunft des Landes NRW. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus